Hallo liebe Igana, zur Versteigerung kommt ein Sauerdrilling von Sauer und Sohn, Kaliber 1670 und 7x57R. Er schafft es Originallänge, nicht gekürzt, schönes dunkles Holz, dezente, aber hübsche Gravur von Sauer, Kaliber 7x57R, absolut brauchbares und super schönes Kaliber, sowohl für Rehwild als auch für anderes oder für Hochwild. Dann funktioniert an dem Drilling alles einwandfrei, alle Signalstifte stehen weit raus und sind voll funktionstüchtig. Hier bei der Umschaltung auf die Kugel funktioniert wunderbar die Klappkimme, also ist es wirklich alles im super Zustand. Wir haben natürlich den Rückstecher für den Kugellauf bzw. den rechten Schrotlauf und ja, wirklich der Drilling insgesamt im tollen Zustand. Hier vorne an der Mündung keine Dellen, nichts, oberflächliche Gebrauchsspuren am Holz, aber nichts Wildes. Die Brünierung der Läufe ist auch im super Zustand. Dann haben wir auf einer Brückenschwenkmontage ein Zeiss Diawari Z 2,5 bis 10x52 in der T-Stern vergüteten Ausführung montiert. Natürlich mit Absehen Diawari. Wir haben einen Objektivschutz guter Qualität. Insgesamt eine Waffe, mit der man so losziehen kann. Tolles Stück für den traditionsbewussten Jäger. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Bieten.